Herzlich willkommen bei Thomas Sixt's Headcam Cooking, presented by Peperita TV. Wir kochen heute ein Kalbschnitzel mit Salbeikartoffeln. Da schon hergerichtet die Schnitzel. Das ist eine Kalbsoberschale. Die tun wir jetzt noch einmal ein bisschen portionieren hier. Cisi, komm mal her. Schau mal her zu uns, komm. Ja, da ist er. Schaut, seht ihr ihn? Der Cisi ist da. So. Die tun wir mal hier noch einmal durchschneiden. Dann wird natürlich ein Schnitzel kurz plattiert. Komm, der kann mehr. Na komm. Ja, das soll was bekommen. Ne? Zack. Schnitzel plattieren mache ich immer ganz einfach. Ich zeige es heute mal. Und zwar mit einer Folie. Dann legt man sich da die Schnitzel drauf. Sind etwas dicker geschnitten. Ich mag es, wenn es etwas dicker ist, das Schnitzel. Dann nimmt man sich so einen Topf und tut das ganz sanft ein bisschen plätten. Ja. Dieter Bohlen lacht sich gerade schief, weil plätten ist bei ihm was anderes. Ne? So, dann noch die zwei. Die nehmen wir auch noch dazu. Wunderbar. So. Kann man natürlich auch einen Schnitzelklopfer verwenden, aber wir machen das jetzt eben so. So, das kommt weg, dann habe ich noch in Vorbereitung hier ein paar Schalotten, die habe ich schon geschält, damit wir wieder auf Zack sind halt. Die tue ich dann nur nachher dazu zum Schnitzel, wegen dem Geschmack. Ein bisschen ein Knoblauch, den braten wir mit und natürlich den Salbei für die Salbeikartoffeln. Das legen wir jetzt alles da drauf. Und dann gehen wir schon rüber an den Herd. So. Pfanne ist vorgeheizt, ist heiß. Die Kartoffeln sind gekocht und geschält. Da kommt jetzt ein Butter dazu. So. Ein bisschen mehr noch. Genau, zack. Jetzt lässt man die Kartoffeln da in der Butter ganz einfach einmal angehen und zupft dann hier die Salbeiblätter dazu. Und die werden dann langsam, die Butter wird dann langsam bräunen nachher und die Salbeiblätter werden dann wie frittiert und geben auch das ganze Aroma auch ab. Ja. Die serviert man immer dazu. Dürft ihr auch ruhig große Blätter nehmen, so wie ich das jetzt hier mache. So. Ruhig mehr, schmeckt nämlich sehr, sehr gut. Ich mal kurz schwenken hier. Das war ein Glück. Die erste Panne. Ja, sehr gut. Dann hole ich mir hier aus meinem Kühlschrank das Öl heraus. Und jetzt geht's los. Die würze ich jetzt einmal nicht vorne weg. Die würze ich nachher. Es werden einfach diese Schnitzel da eingelegt. Zwiebeln dazu, Knoblauch dazu für den Geschmack. Zack. Sehr hohe Hitze, ich bin jetzt auf Powerstufe, gehe jetzt zurück auf 7. 9, 8, 7 könnte reichen, es ist heiß genug. Da kann man dafür die Kartoffeln, denen kann man jetzt ruhig Feuer geben. Ui, da hat sich eine Zwiebel verirrt. Das duftet jetzt auch schon sehr gut. Salzen. Kartoffeln vertragen immer viel Salz. Dann das Fleisch auch gleich salzen. Pfeffer. Ja, Pfeffer noch hier. Ein Hauch Chili machen wir dazu. Sehr gut. Da muss man ein bisschen schauen, dass die Salbeiblätter einmal zum Topfboden kommen, dass die auch genug Hitze bekommen. Das sieht man jetzt nämlich eh schon recht schön, wie die hier beginnen zu frittieren bzw. zu braten. Da können wir gleich mal schauen, wie es da mit der Farbe ausschaut. Ja, hohe Hitze macht das gut.
So, dann muss ich noch ein bisschen andrücken, dass die schön gleichmäßig braten. Ne? Jetzt kann man jetzt rosa oder durchbraten, das Kalbschnitzel, das ist ja sehr fein. Jetzt tun wir noch die Oberseite würzen hier. So, auch ein Hauch Chili dazu. Sehr gut. Könnte man jetzt noch mit Weißwein ablöschen, machen wir aber heute nicht, weil es ist ein Freund zu Besuch, der keinen Wein mag. Daher sparen wir uns das. Ja, die nimmt jetzt schon schön Farbe an. Es war ja vorhin eine Kartoffelakrobatik, die wir da gemacht haben. Ne? Die ist ja da rausgesprungen und naja, das kann man noch trainieren. Ja? So, na sehr fein. Man könnte ihn auch schneiden, natürlich den Salbei. Ich habe es aber ganz gern, wenn die ganzen Blätter drauf sind. Ja? Ich fahre jetzt da nochmal hoch mit der Temperatur. Hole in der Zwischenzeit die Teller aus dem Backofen und bin dann wieder zurück zum Anrichten. So, perfekt. Wir sind jetzt wieder zurück. Unser Kalbschnitzel ist, denke ich, ganz gut gebraten. Wenn man hier reindrückt, dann federt es noch ganz leicht nach. Wir werden jetzt auch eins anschneiden, möchte es gerne zeigen. Wir gehen jetzt mit dem Kalbschnitzel und mit den frittierten, die sind schon richtig schön knusprig geworden, die Salbeiblätter. Gehen wir jetzt rüber und machen den Teller fein. So. Ich möchte jetzt gerne ein Schnitzel möchte ich gerne anschneiden, um das einmal zu zeigen, was das für eine Farbe bekommen hat. Ja, das ist doch wunderbar. Das zieht jetzt noch ein ganz klein wenig nach. Ja. Wem es zu rosa ist, einfach noch ein, zwei Minuten in der Pfanne stehen lassen, ohne Hitze. Die Pfanne hat genug Hitze und das passt wunderbar. Kann man also sofort anrichten auf dem Teller. Ist ja großartig geworden. So, zack, zack, zack. Ich habe noch gern so ein gebräuntes Zwiebeln dabei, finde ich großartig. Dann die Salbeikartoffeln. So, der Cesi hat schon Hunger. So, oderle. Sehr fein. Kann man dann auch ruhig ein paar Blätter aufs Fleisch drauf geben. Das ist nämlich ganz, ganz lecker. So, dann wünsche ich euch einen guten Appetit mit unserem Kalbschnitzel mit Salbeikartoffeln. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Servus, Baba.